Heute sind wir am Leopoldsteiner See bei Eisenerz und ich schließe mich den Kneippverein an, der zweimal im Jahr eine Kräuterwanderung im Bereich Eisenerz durchführt. Treffpunkt ist die Kneippanlage am Seeausfluss. Bevor unsere Wanderung beginnt, wird der Schaugarten noch gepflegt und natürlich bewundert. Und dann geht's los. Das ist die Gundelrebe jetzt. Und für was ist die gut? Die Gundelrebe. Diese Suppen, alles gut. Suppen, sind alle Suppen. Als Gewürz normal. Als Gewürz. Man kann es auch fein zusammenschneiden, so wie Petersilie und dann Salat mischen. Super, ja, danke schön. Ja. Wie ich bemerkt habe, hat ein jeder ein gewisses Grundwissen. Der eine kennt die Pflanze besser, der andere die Anwendungen dazu, aber die eigentliche Lehrmeisterin ist die Hertha. Sie kennt noch sehr viele Sachen, die wichtig sind und interessant. Neimand, die Wurzelbaum, ich habe nicht so viel Zeit, wirkt das auch noch stark? Beim Vollmond sammelt man die Blüten. Aber wahrscheinlich nicht so gut. Beim Vollmond die Blüten. Also nur beim Vollmond sammelt man die Blüten. Und beim Neumond Was zupft ihr da jetzt? Das ist Brombeer. Das ist Brombeer. Ah, das ist die Brombeer. Das ist Brombeer und das ist Himbeer. Das ist Himbeer, ja. Mhm. Brombeer, die stechen mehr nicht. Brombeer haben Stacheln, ja. Ich habe aber meine Himbeer haben auch Stacheln. Und die Himbeer, wenn sie trocken, das ist Gängendurchfall. Oder ist das die Brombeer? Heidelbeer, die trockene Heidelbeer ist gegen den Durchfall. Ja, wenn es getrocknet ist, der ist so gut, da braucht man nur ein paar Beeren ein bisschen reinnehmen, nicht ein bisschen kauen oder drinnen lassen und das hilft sofort. Einzeln natürlich hat die Himbeere ja auch, ist entzündungswidrig und stopfend, wenn ich den Durchfall habe. Also da wächst ja überall. Da muss ich ja nicht zum Doktor rein. Da hole ich mir so einen Tee und trinke den. Aber die Leute wissen sie nicht selbst. Schwarzbeeren sind auch gegen den Durchfall, gell? Ja. Und die Schwarzbeeren hat zwei Leute. Und zwar die getrocknete. Das ist für die, gegen die Blasen, ja. Also ja, erhöht die Harnzeit. Ach, die Blasen, ja. Mein Gott, den kann man ja. Das kann man so trocknen. Das kannst du so nehmen und trocknen, ja. Das ist die Taubnessel, gell? Das kann man essen. Nein. Ja. Und vor allem tue ich alle auf zum Verzieren, was schön ausschaut. Und sie ist auch sehr, sehr gesund. Wirklich wahr? Ja. Wenn die aber zur Mutter Tag der Mama so schläft, dann könnt ihr essen. Können wir essen. Das vergisst man nicht. Die vergisst man nicht, kann man essen? Ja. Ehrlich? Das war sogar. Und für was ist das gut? Ja. Allgemein. Rennen ist das für die Haare, darf ich nochmal fragen? Ja, aber ganz schöne Haare.
Mädelsüß. Das blieb oft so lila, gell? Nein, so cremefärbig. Weiß, cremefärbig. Gegen, echt gegen Kopf? Ja. Mädelsüß, ja, voll. Wie macht man das? Der wuchs der gegen Ohrenschmerzen ist der. Das kann man schon bei den Babys anwenden. Als Tee oder nur drauflegen? Nein, drauflegen. Oder eine stecken ins Ohr, ja, gern. Ins Ohr eine stecken. Und wir weit. Ja, durchziehen. Immer durchziehen. Nein. Und dann stecke ich ein. Ja. Das geht ja nicht weit. Das ersetzt das Stirnbandl. Ja, das ersetzt das Stirnbandl oder den Taum. Stell dir vor. Wenn ich am Berg aufgehe. Und das geht recht der Sturm. Ich will heute sammeln den Honig. Dann nehmen wir die Kopf. Da ist das Farnkraut, schau. Ja, das ist und mein zwar? Lieblingskraut. Das habe ich so ausgesetzt. Und fürs Kreuz? Bettling, die Kreisdrahmen, oder? Die Kreisdrahmen, oder? Die Großen dann. Die Großen, wo er schon ausgewachsen ist. Ja, aber das hat das nicht. Und das macht es mit den Wellchen, zum Beispiel, wenn es Knie weht. Beim Fuß hat es nicht geholt. So weh. Ja, wenn es dann abbricht, kann es noch hoch. Das Riesenschaumkraut. Da bist du jetzt. Alpenbaldrian. Abkocht von Günzel, nicht? Ach so. Ja, Gemüse. Das ist ganz wertvoll, der. Aber beim Fliegen musst du uns den einsetzen. Nach dieser geballten Informationsflut geht es auf die Schlosswiese. Aber auch hier geht es weiter mit vielen Informationen. Erbse, gell? Oder wilde Erbse? Wilde Erbse, ja. Dieser kleine Ausreißer von Rudi aus der Gruppe bringt uns zu einer ganz anderen Sehenswürdigkeit. Es ist eine Sohle der Wildschweine, die sich seit kurzem hier in Eisenerz breit machen. Ja, und Kalkwappern sind auch drinnen, das ist aber lieb. In der Schlammbadewanne der Wildschweine hat sich ein neues Biotop entwickelt. Eines muss man noch sagen, die wahren Blumenkenner sind wohl die Insekten. Das ist die... Das ist die, was für Stoffwechsel ist. Der Ziest. 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 Und zwar der richtige Heilziest. Der Heilziest ist das, das merke ich mir doch. Wo fangst du an, wo hörst du auf? Die kenne ich auch. Das sind die schmackhaften Wilderdbeeren. Ich glaube, das ist der Storchenschnabel. Die Lichtnelke hat man mir eingesagt. Naja, und das ist wohl ein Schmetterling. Der Schlehdorn. Aus ihm macht man ein recht ein gutes Schnapserl und trinkt ihn dann als Medizin. Genauso wie die Löwenzahnblüten, aus denen man einen exzellenten Hustensaft machen kann. Das heute Erfahrene wird noch schnell notiert. 100 Kräutertee. Und dann gibt's natürlich schon die erste Verkostung. Naja, von ganz was Gesundem.
Die Sackerln und die Körberl sind voll und jetzt können wir uns auf den Heimweg begeben. Rudi und ich nehmen noch einen kleinen Umweg in Kauf und gehen über die Schütt, unterhalb von der Seemauer. Selten zu sehen, aber jetzt im Frühjahr blühen sogar die Lianen. Naja, und auch selten zu sehen, diese Szenen. So, ich glaube, das war es heute wieder mal. War recht interessant. Hier vom Leopoldsteinersee in Eisenerz. Und ich muss sagen, mir hat es echt gut gepasst, diese Pflanzenwanderung, Heilpflanzen, was man da alles machen kann damit. Und die Hertha, die hat das sehr gut gemacht. Und hat ein riesiges Wissen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal bei ihr bedanken und vielleicht passt es wieder mal. Also dann bis zum nächsten Mal. Oder sind ein paar schöne Schnitte drin.